Genau, und nicht nur im Lab wird sich mit selbstfahrendem Fahren beschäftigt oder selbstfahrenden Autos, sondern auch wir hatten eine Gruppe, die sich mit selbstfahrendem Fahren oder Autos beschäftigt hat. Herzlich willkommen zu den 3Ls, Laura, Lina und Lorenz. Danke sehr. Klar. Kann ich? Na dann, von mir auch noch mal ein Hallo und willkommen zu unserem Projekt SAMU. Das ist ein selbstfahrendes Auto mit Umgebungssensoren. Daran teilgenommen haben Laurenz, Laura und ich, also und Lina, ach ja, und SAMU. Ja, und dann erzählen wir euch ein bisschen, was wir die Woche, die 3 Tage so gemacht haben. Als erstes haben wir hier noch ein Foto mit SAMU und unserem Flauscher, Elia. Und dann kommen wir auch direkt zu unserer Idee, wie wir darauf gekommen sind. Also wir haben uns in der Brainstorming-Phase darüber Gedanken gemacht, dass wir gern einen autonom fahrenden Untersatz haben wollen. Und Laura hatte dann die Idee, einfach ein Auto draus zu machen. Die Funktionen, die SAMU kann, sind Umfahren von Hindernissen und dadurch kann er auch durch ein Labyrinth fahren. Unsere erste Entscheidung war erstmal, ob wir ein eigenes machen oder ob wir uns eins ein fertiggestelltes nehmen. Im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, ein komplett selbstgebautes zu nehmen. Ich habe zu diesem Projekt beigetragen, indem ich die Elektrik zusammengefriemelt habe. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Und wir haben uns entschieden, eine Haarbrücke zu machen, praktisch, dass man in dem Bild hier auf der Seite hier sieht, dass wir in der Mitte unser Informationsteil haben, was Input und Output hat und mit einem verkabelt ist. Dann gebe ich weiter an Laurenz. Genau, ich habe mich hauptsächlich um das Programmieren des Gehirns gekümmert, um den Arduino. Und zwar soll es natürlich autonom fahren und daher habe ich mich um die Geschwindigkeitsregulierung gekümmert, die dann auf die Distanz zu Wänden oder halt Hindernissen abgestimmt ist. Das heißt, wenn jetzt SAMU zu nah, also wenn er näher an ein Objekt kommt, bremst er ab und entscheidet dann, ob er ausweicht, ob er rückwärts fährt, je nachdem, wie die Sensoren ihm die Informationen geben. Genau, ich habe mich eher darum gekümmert, hier insgesamt die Platte zu gestalten, weil nur Hardware bringt nichts, wenn es nicht auf einer Platte gestaltet ist. Zuerst habe ich es am Computer entworfen, damit wir es dann in Lasercutter schicken konnten. Als erstes halt als Papierform und dann als Holzform, die dann auch hier unten zu sehen ist. Genau. Wir haben auch noch ein schönes Video gedreht, wo wir das erste Mal den SAMU getestet haben. Genau, treten lässt er sich nicht. Genau. So sieht er dann von oben aus. Es ist wahrscheinlich ein bisschen klein auf der Kamera zu sehen. Wir haben 2 Motoren eingebaut, die jeweils auch halt Richtungen, also man kann sich dadurch drehen, da sie einzeln angesteuert sind. Und vorne und hinten haben wir jeweils noch ein Kugelrad, damit er nicht umkippt. Ja, und halt hinten, hier ist die Batterie und alles ist schön festgemacht. Genau, Probleme hatten wir beim Laserdrucker, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist ein bisschen verbrannt, ist ja Holz, also genau. Und insgesamt wollten wir uns auch noch bedanken bei unseren Mentori Annie und Margon und bei Karl und Silvia für den Laserdruck, Lasercutter, 3D-Druck und insgesamt der Drucker, der auch nicht so ganz funktioniert hat.
Total cool. Vielen Dank euch. Hätten deutsche Autobauer einfach mal unsere Teilnehmenden gefragt, die hätten innerhalb von einem Tag selbstfahrende Autos gehabt.